Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Runde von Noob or Empires, wo ich das Noob in meinen Namen in letzter Zeit sehr packe. Im Moment sieht es eher so aus, als würde ich wieder in Bronze 2 absteigen, als würde ich, dass ich in Silber aufsteige. Es läuft in letzter Zeit nicht sonderlich gut, nachdem ich in Bronze 2 ja wirklich echt durchrasiert bin, ziemlich. Bin ich eine Liga aufgestiegen und seitdem gibt es ganz schön gut aufs Maul bei mir. Aber immer so unnötig, immer so dieses Gefühl, wenn ich eine Sache anders gemacht hätte, dann wäre es wahrscheinlich besser gelaufen. Naja. Also ich glaube, die Idee war schon richtig. Die Idee eben war schon richtig vom Ding her. Ich hätte nur halt die ganze Zeit Einheiten durchpumpen müssen, weiter. Ich habe dann halt aufgehört, Einheiten zu bauen. Was nicht smart war. Ja, mit Frankreich. Mit Mongolen früh komme ich relativ gut klar. Also das habe ich zumindest den frühen Druck meistens gut abgewehrt. Aber England und Frankreich, das sind die zwei, wo ich echt Schwierigkeiten habe. Russ auch, wenn sie diese Early Knight Taktik fahren. Also alle, die irgendwie früh eine krasse Einheit haben können, die sind so mein Kryptonit. Ich merke ja auch, ich spiele euch mit dem Heiligen Römischen Reich auch gerade ein Volk, was überhaupt nicht viable ist, weil ich glaube, ich habe nicht einmal gegen Heiliges Römisches Reich gespielt, ne? Nicht einmal. Das zeigt schon, dass das im Prinzip gerade wahrscheinlich nicht wirklich Meta ist. Ace. Nicht gerankt. Ja, dass wahrscheinlich gerade Heiliges Römisches Reich überhaupt nicht gut ist zu spielen, aber sie machen mir halt Spaß, das ist halt das Ding. Aber ist schon so, ne? Wenn ich halt vergleiche ihre Waffenknechte in der Feudalzeit mit den frühen Rittern oder mit den Langbogenschützen oder sonst was. Engländer. Das ist schon bitter. Aber wie gesagt, Heiliges Römisches Reich sind die, mit denen ich mit am besten klarkomme. Aber, und Engländer, also in meinen Testspielen damals bin ich mit England auch ganz gut zurande gekommen. Aber das will man ja irgendwie nicht, ne? Man will ja irgendwie nicht immer so rumlamen. Weil ja, mit England würde ich halt auch immer dieselbe Taktik spielen, ne? Da würde ich halt auch immer Langbogenschützen und Ruff. Und dann kommt es darauf an, wer schneller mehr Langbogenschützen produziert. And that's it. So. Dagegen zu wallen ist auch deutlich schwieriger, weil oh, da ist noch ein Schaf. Da ist noch ein Schaf. So, die geben wir erstmal ab. Weil dann muss ich halt so weit gewallt haben. So, hier kann er zum Beispiel überall rüberrennen. Hier kann er überall lang rennen. Muss ich halt so weit gewallt haben, dass. Ja. Okay, das war jetzt noch nicht dramatisch. Dass er nicht einfach mit den Langbogenschützen drüber schießen kann. Ne? Ach, eben lief alles scheiße im Prinzip. Dass ich nicht wusste, wo die Reliquien sind, nur eine, die super weit weg war. Und so weiter. Also da lief vieles. Hab am Anfang beim Scouten extrem viel Zeit verloren. So, also da hinten kann ich halt dicht machen. Hier könnte ich zwischen den Bäumen dicht machen. Aber hier müsste ich halt, glaube ich, eine riesige Mauer ziehen. Damit das dicht wäre. Ist halt die Frage, ob sich das lohnt. Oder ob ich halt auf Türme gehe. Ne, also hier kann ich halt überall bauen. Also ich müsste hier halt. Das müsste ich halt komplett zumachen hier einmal.
Einmal ganz kurz gucken. Ja, ich probiere es mal. Aber das wird wahrscheinlich nicht klappen. Aber ich probiere es mal. Sag mal, ich sag, er soll da anfangen. Ach nee, kann ich ja nicht. Sonst rennt sie ja wieder hier rüber, um das zu machen. So, dann wollen wir hier noch welche auf Nahrung. Und dadurch, dass das Holz gebufft ist, geht das, glaube ich, klar. So, dann bauen wir eine Kaserne. Ihr macht hier hinten mal schnell zu. Mach's da mal zu. So, hier kommt man nicht rüber. Also ich bin jetzt gegen Engländer wirklich in der Phase, wo ich einfach probiere, bin ich ganz offen. Wo ich einfach ausprobiere, was funktioniert. So. Wie gesagt, wahrscheinlich überhaupt nicht viable, was ich hier gerade mache. Aber da sieht man mal, in was für einer Panik mich dieses Scheißvolk hat, ne? Weißt du was, wir machen hier auch mal zu. Einfach nur, damit ich nicht irgendwann plötzlich da ein Loch an der Mauer habe, was ich nicht habe kommen sehen. So, dann bauen wir mal hier noch ein Tor rein und dann soll sie zurück zum Holz. So, hier machen wir noch 4 auf Nahrung. Okay, es scheint nicht sein Ziel zu sein. Es war wahrscheinlich gerade einfach richtig schlecht, dass ich mich einbohre. Es kann natürlich auch sein, dass er diese Entscheidung jetzt gerade getroffen hat, weil er gesehen hat, dass ich Walls baue. Wer weiß. So, wir haben auf jeden Fall erstmal eine ganze Menge Nahrung so. Wir fangen aber auf jeden Fall schon mal an, hier Felder in Auftrag zu geben. So, erst jetzt vor der Zeit. Geht meine Schafe noch ab. Ey, sowas verunsichert mich. Warum sind denn jetzt hier 2 Parts der Mauer angeblich nicht gebaut? Okay, aber das scheint richtig so zu sein. Also der Mauernbau ist schwierig. Ich will es mal so formulieren. So. Also wir sollten zumindest jetzt eigentlich an einem Punkt sein, an dem er uns nicht einfach totpushen kann. Warte mal, ich schicke erstmal 2 auf Stein und dann die anderen auf Holz. Da ist schon mal eine Dings. So, ich möchte einen Marktplatz haben.
Ich möchte hier auch noch ein Tor haben. Ja, Ratshalle. Okay. So, jetzt haben wir zwei auf Stein. Jetzt kommen die hier alle auf Holz, damit wir da schon mal 10 haben. Und dann schicken wir da schon mal einen Prälaten mit hin, würde ich sagen. Wir bauen weitere Häuser. Und schon mal Wegsknechte. Waffenknechte, auch wenn sie mal Wegsknechte sagen. Okay. Ja, nee, warte, da will ich erstmal eine kritische Masse noch haben. Klappt das? Lässt er mich das durchziehen? So, also Stand jetzt dauert es natürlich noch ewig. Okay, er lässt mich den Turm offenbar bauen, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. So. Im Rücken bauen wir schon mal Felder, die werden dann nämlich auch gleich gebufft noch. So. Dann geht ihr hier rein, du sammelst weiter Holz. So, dann würde ich sagen, mehr auf Nahrung. Kann natürlich eine Falle sein. Dann lieber Zeit verschaffen. Okay, das hat er offenbar aufgegeben. So, du baust bitte hier eine Mühle erstmal. Und dann. So. Du buffst bitte das Holz. So, wir wollen eine Schmiede haben. Und ich würde sagen, von dem, was ich gesehen habe, noch ein Stall. Aber erstmal werde ich einfach weiter Waffenknechte pumpen. So, jetzt wird er hoffentlich, wenn ich nichts verpeilt habe, gleich merken, dass dass er hier nicht durchkommt. So, Verteidigung und Geschwindigkeit machen wir erstmal und dann unseren Angriff. So. So, ist jetzt vielleicht ein bisschen abgefahren die Taktik, aber gut. So, ich werde jetzt erstmal hier die nächsten Dorfbewohner hinschicken. Damit wir nämlich da nicht so schnell lang gebaut haben. Oh, ich brauche neue Felder. Das dauert so halt ewig. Oh. Müssen wir ein bisschen schneller machen.
Schnell, 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 schnell. Erstmal den Turm. Okay, der sollte noch durchgehen. So, sie geht erstmal hier noch mit hin. So. Dann holen wir hier noch ein paar Reiter. Okay, okay, okay. Ne, baut mal das hier noch. Sehr gut, okay. Das ging, hat rechtzeitig geklappt. Dann reparieren wir das. Okay. Nächstes Mal das hier bitte reparieren. Und dann switchen wir unser Holz auf hier. Damit erstmal da gesammelt wird. Obwohl, eigentlich passt es im Moment noch. Oh, Bevölkerungskapazität erreicht, das ist nicht so gut. So. Dann will ich mehr auf Gold haben. Okay. So, dann. Genau, mehr auf Gold. Ja, aber ob das jetzt so die Viable-Taktik ist, keine Ahnung. So, okay. Okay, er ist jetzt Ritterzeit. Alles klar. Oh. Habe ich gerade aus Versehen. So, ich werde hier schon mal die allermeisten auf Felder ummünzen. Damit, so, okay. Ich brauche noch einen Stall. Und noch eine Kaserne, würde ich sagen. Okay. Ihr alle baut mir die Kathedrale. Die hier hin, die dahin und dann gleich noch zwei Schießstände. So, jetzt sind wir halt bald an dem Punkt, wo so. Okay, 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 okay. So, wir haben auch ein neues Zeitalter. Dann gehst du bitte die hier holen. Ah, hol ich Armbrustschützen oder... Ich weiß halt leider gar nicht, was er hat. Da kommt er wieder. Ja, ich hole Armbrustschützen. Einser Upgrades. Ein frisches Ziel.
Okay. Du packst dich hier rein. Ja, ich hab, da blockiere ich mich selber. Okay. So, hier raus. Ja, muss schützen auf die Ritter. Das war dumm. Weg da. Okay. Okay, wir gehen jetzt mal ein bisschen all in. Wenn ihr das hier habt, baut ihr mir hier den Schwäbischen Palast hin, bitte. Langbogenschützen, ne? Okay, dann wollen wir Armbrustschützen haben und Ritter. Und eine Mange. So, ihr baut mir das da bitte. So. Nahrungsmittelproduktion boosten. Überall.
Ja, der Gegenangriff war wahrscheinlich nicht smart. Der Gegenangriff war wahrscheinlich nicht smart. Oh, er hat's nicht gesehen. Gott sei Dank. Ohohoho. Er hat's zum Glück nicht gesehen. Oh, er ist auch in. Scheiße. Hatte gehofft, dass ich eventuell da im Vorteil bin. Ich habe trotzdem noch eine zweite Mangel. Scheiße. Na egal, das geht durch. Dass er das weiß, ist natürlich sehr, sehr schlecht. Aber weißt du was? Dann bauen wir jetzt hier einfach mal eine Burg hin. Ich lasse diesen Bau errichten. Aber nur mit ein paar. Und die anderen. Dass er das weiß, ist natürlich sehr, sehr schlecht. So, dann switchen wir jetzt hier auf Handrohrschützen. Ah, viel zu spät die zweite Dings geholt. Das war nicht gut. Ja, meine Wirtschaft läuft ja nicht. Meine Wirtschaft läuft leider ja nicht. Obwohl, ich muss jetzt erstmal mein Gold boosten. Und ihr könnt ja dann auf Stein gehen danach. Ah, was wird das? Okay. Sind das schon Elite-Ritter? Nee. Ja, bin bereit zu Befehlchen. Nee, ihr sollt bitte nicht rausfallen.
Ja, aber wenn dann jetzt, wenn dann jetzt, ich hab den, obwohl. Da rein, da rein, da rein. Okay. Ja, Mann. Sehr gut. Er hat keinen Bock mehr gehabt. Das war ein befriedigender Sieg. Fehler gemacht auf jeden Fall. Mein Gegenangriff war völlig ill-advised. Und wenn, muss ich dabei bleiben. Aber die Mauer war schon wichtig. Ist natürlich ein Rieseninvestment. Und wenn er ein bisschen schneller da ist, dann killt er mir einfach alles und es ist instant vorbei. Aber so hat es mir die Zeit verschafft. Dann wollte er da rein. Habe ich hier den Steinturm hingebaut. So, mir meine Reliquien hinterm Rücken weggesnackt. Meine Wirtschaft aufgebaut. Also da waren viele Fehler, aber insgesamt, glaube ich, ganz gut gespielt von mir. Puh, okay. Na, man sieht, er hatte die ganze Zeit mehr Einheiten als ich. Aber ich habe jetzt, glaube ich, im Gegensatz zu vorletzter Folge, auch einfach die Kämpfe besser gespielt. Nicht gut, aber besser. Aber man sieht, Militär war tatsächlich die meiste Zeit weniger als ich. Ja, hier war dieser Kampf, wo wir uns einfach komplett gegenseitig gekillt haben. Dann habe ich ein bisschen schneller nachproduziert. Und dann hier aber auch einfach ganz gut, glaube ich, gekämpft. Ja. Seine Route schnell rausgenommen. Die Mangel gut eingesetzt. Mangel sind unglaublich wichtig, glaube ich, gegen England. Wenn man es schafft, zum Zeitalter zu kommen, also zu den Mangel zu kommen, dann ist das super viel wert. Weil die halt da einfach reinschreddern können. Und wenn da nur zwei, drei Salben reingehen, das ist schon so viel wert. Nice. Aber ihr seht, das war relativ knapp militärisch. Ja, Militär ist halt auch dumm, ne? Also diese Punktzahl am Ende ist halt ein bisschen Quatsch, weil er hat halt am Ende kein Militär mehr gehabt. Ja, ich hätte jetzt, glaube ich, nicht gepusht, sondern ich hätte jetzt, glaube ich, mich in eine Burg an die heilige Stätte gebaut und mich jetzt versucht, so Stück für Stück vorzuarbeiten. Wirtschaftlich war ein bisschen vorne. Logisch, technologisch war er angeblich weit vorne. Okay. Na gut. Puh, okay. Das war eine coole Partie. Das sind so die Matches,
wo man wirklich danach denkt, so sitzt und denkst, ja, Mann, das war gut. Okay. Yes, Mann. Sehr gut. Endlich mal die scheiß England-Langbogenschützen überlebt. Yes. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Rauton und ciao.